Ich kann mir nicht helfen. Bei den Wänden so ein... Nein, das ist... Also, dass uns die Bude nicht abfackelt, ist schon ein Wunder. Servus zusammen, habe die Ehre, grüß euch. Medieval Dynasty. Ich nehme euch mit in ein mittelalterliches Dorf, beziehungsweise wir haben ja noch gar kein Dorf, aber wir werden eins aufbauen. Wir machen da weiter, wo die letzte Folge aufgehört hat. Wir haben, beziehungsweise ich habe noch ein bisschen das Fleisch vom Jagen verkocht, dass wir was zu futtern haben. Und das werden wir uns jetzt auch gleich reinhauen, weil... Ohne Mampf kein Kampf. Dann gehen wir jetzt noch schnell was trinken. Und dann sehe ich auch gerade, wir müssen ganz, ganz dringend uns ins Bett legen, weil A, naja, die Nacht kommt sowieso. Und vor allem der Konflikt mit den Wölfen, beziehungsweise es waren, glaube ich, in der letzten Folge waren es 2 Wölfe, 2 Wildschweine, hat ein bisschen an unserer Lebensenergie gezehrt. Deswegen Abmarsch in die Flohkiste. So, jetzt sind wir wieder fit. Ich kann mir nicht helfen. Bei den Wänden so ein... Nein, das ist... Also, dass uns die Bude nicht abfackelt, ist schon ein Wunder. Ey, komm, das ist doch... Schaut schon geil aus. Gut, um was kümmern wir uns jetzt als nächstes? Genau. Wir sorgen mal für ein paar Bretter. Das heißt, wir gehen unter die Holzfäller. Na, jetzt... Ach komm. Ich wollte gerade sagen, nicht aufs Haus, nicht aufs Haus. Und schlagen hier vor allem auch mal ein bisschen das Gelände frei. Denn wir werden schauen, dass wir uns hier vorne dann ein bisschen ausbreiten. In diese Richtung. In die Richtung würde es auch wunderbar gehen. Da wird man auch ein bisschen freischlagen. Aber... Ach komm, jetzt fehlen uns die Steine. Oh. Steine. Okay. Ja, nehmen wir auch mal mit. Und werden uns vor allem dann nachher einiges am Ende der Folge an Bretter machen. So. Nehmen wir gleich ein paar mehr Steine, weil die werden wir brauchen. Und machen uns auch gleich ein paar Äxte, dass wir die jetzt für die Folge auf jeden Fall auf Reserve haben. Okay, wir machen uns noch keine auf Reserve. Aber beim Baumfällen kriegen wir ja sowieso immer wieder Stöcke. Und mal schauen. Wenn wir das dann hier soweit ein bisschen freigehauen haben... werden wir uns auf jeden Fall an die Kapitel 2 Quest ranmachen. Das scheppert aber ganz schön, wenn das Bäumchen umfällt. Da werden wir auf jeden Fall die Kaninchenfalle, den Holzspeer machen. Überleben eine Jahreszeit. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Ich hoffe nur, dass die nicht irgendwie entgegen der Schlagrichtung fallen und dann irgendwie... Ja, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Gut. Da dürften wir jetzt für weitere Äxte genug haben, oder nicht? Ey. So,
Jawohl. Ah, den nehmen wir auch noch gleich mit. Wir werden nämlich einiges benötigen, um eine Menge Bretter herzustellen. So. Ja, können wir auf jeden Fall eins nochmal herstellen, dass wir das dann schon mal haben. Und dann nehmen wir auch den Stein, dann können wir nämlich nochmal eine herstellen. Jawohl, schaut gut aus. Jawohl, und wir haben ein Level Up bei der Gewinnung. Genau, da könnte man eigentlich auch mal reinschauen. Die Fähigkeiten. So, was skillen wir? Wie gesagt, Kenntnis in der Gewinnung, 5% mehr Erfahrungspunkte macht meines Erachtens keinen Sinn. Bei Zerstörung von Gebäude 50% mehr Material. Aber Haltbarkeitsverlust von Äxten macht am meisten Sinn. Vor allem, oh, wir haben sogar schon 2 Punkte. Haben wir da gar nicht wirklich aufgepasst gehabt. Ja, dann komm, skillen wir das einmal gescheit durch. So, was haben wir hier? Handwerkliches Können ist genau wieder das gleiche. Im ersten Step würde das Sinn machen, aber ich sehe es halt einfach so an, dass man diese 3 Skillpunkte einfach verschenkt. Weil EP kriegt man so oder so. So, was haben wir? Nähwissen. Erfahrungsgewinn bei Arbeit in der Küche. Das macht auch so alles keinen Sinn. Nee, dann lassen wir diesen einen Skillpunkt einfach mal stehen, weil das ist alles nur mehr EP. Da komme ich gar nicht mit klar. Macht meines Erachtens kein bis echt sehr, sehr wenig Sinn. Und jetzt lagern wir hier erstmal ein. Was lagern wir ein? Ja, auf jeden Fall die Federn. Ja, das Fleisch hier nicht. Das Leder. Pelz. Vor allem das Stroh. Gut. Dann häckseln wir hier mal die Stämme klein. Und werden die dann auf jeden Fall schon mal auch mit einlagern. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir da vorne nicht auch nochmal so ein Lagerhaus bauen. Weil es macht Sinn, die nicht einfach überall an jeder Ecke so hinzustellen, weil die teilen sich ja, beziehungsweise im Moment teilen die sich das wirklich. Bevor ich jetzt Unsinn erzähle, checken wir das mal schnell. Okay, in diese Richtung werden wir auf jeden Fall nicht sehr, sehr viel bauen. Weil das sind die Rehchen. Die Bambis. So. Gut, die teilen sich das. Das ist wunderbar. Dann werden wir auf jeden Fall vorne, wo dieses, ich sag jetzt mal, Säge, Schüppchen, Sägewerk, whatever steht, auf jeden Fall dann nochmal so ein Lager dahin bauen. Weil da müssen wir auch nicht immer so viel am Stück laufen. Ah, der ist noch gar nicht gehackt. So, jetzt hat es aber. Na? Also der ist auch noch nicht... Oh Gott. Ja, ja, ja. So, die 2 nehmen wir noch mit. Nehmen wir die auch noch mit? Nee. Ach komm.
Und wie viel sind wir denn? Ja, dann lassen wir den einen fallen. So. Wobei ich mir fast sicher bin, wir hätten uns wieder bewegen können. Gut. Das gebratene Fleisch hat ein Gewicht von 6 Kilo. Okay. Wir haben 6 Kilo Fleisch. Sportlich. Ach, Jung. Ja, du bist ja, also du bist echt der Wahnsinn. Du hast ja eine schlechtere Kondition als ich. So, wo war denn hier jetzt? Da war doch, da ist er. Okay, das waren gleich zwei, die wir abgelegt hatten. So. Dann butteln wir die hier jetzt noch fix aus. Dann gehen die uns nämlich auch nicht im Weg um, weil das ist ja genau das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen Platz schaffen. Es wäre halt die Frage, ob wir nicht ein, zwei Bäumchen... Ja, okay, solche Bäumchen eher weniger. Ja, dass man vielleicht doch ein oder zwei Bäumchen auch im Inneren von der Ortschaft vielleicht stehen lassen. Schauen wir mal. Müssen wir sowieso mal schauen, wie sich das mit der ganzen Ortschaft überhaupt dann gestaltet. Ich habe nämlich noch überhaupt gar keinen Plan, keine Skizze, irgendwie eine Voridee, wie ich das alles koordinieren möchte. Aber wir schauen mal. So, und bevor wir uns jetzt wieder danach nicht mehr rühren können, lagern wir die schon mal ein. Sehr schön. So, da haben wir noch mal. Das war ein Schritt zu wenig. Hey. So, ah, Moment. Da haben wir auch einen. Ich glaube, wir werden zwischendrin immer wieder mal so einzelne Stämme finden, die wir beim Fällen selbst übersehen haben. So. Dann gehen wir jetzt einmal davor. Ich glaube, bei dem Gebäude ist es auch so, dass man, wenn man Personal da reinsetzt, die hergehen und anfangen, Holz zu fällen. Und nicht nur zu sägen. Okay, kriegen wir das hier rein? Das ist jetzt echt eine Frage. Okay, schaut schlecht aus. Dann. Ja, hauen wir mal hier die Birken weg. Dann könnte es eventuell funktionieren. Ey, wehe, mir fällt jetzt einer von den zwei Stämmen gleich auf den Kopf. Ja. Haben wir nochmal Glück gehabt. So, dann haben wir die jetzt weg. Reicht das aus vom Platz? Das müsste doch ausreichen. Oder auch nicht.
Aber das schaut da so scheiße dann aus. Na, jetzt aber. Da geht's. Oh, nee, nee. Also beim besten Willen nicht. Das schaut ja dann scheiße aus. So hingeklatscht wie gewollt und nicht gekonnt. Nee. Das machen wir nicht. Auf gar keinen Fall. Das soll nämlich nicht so scheiße ausschauen. Da doktern wir lieber noch ein bisschen rum, hauen notfalls noch ein paar Bäumchen weg, dass das schön vor allem da reinpasst. Klar, auf kurz oder lang würde das sowieso wieder abgerissen werden. Ich weiß, weil spätestens, wenn wir das Größere bauen können, reißen wir das ja ab, bauen das Größere hin. Aber nein, ich mag das, wenn dann soll das schon anständig von Anfang an sein. Nach was ausschauen. Und so schaut's halt nach gar nichts aus. Okay. Bevor wir jetzt hier uns überladen, packen wir hier schon mal die Stämme rein. Und theoretisch sollte eventuell und vielleicht das dann hier jetzt hinpassen. So, vorher sammeln wir hier nochmal schön alles ein, vor allem die Speisemorcheln. So. Er kommt. Also, wenn das jetzt nicht da hinpasst, dann weiß ich aber auch nicht. Jawohl. Komm. Hä? Nee. Ja, schaut auf jeden Fall viel, viel besser aus, finde ich. Halt, stopp, wir machen das anders da. Wir machen das ganz, ganz anders da. Und zwar richten wir es so aus. Was ist das denn? Schneeball? Was? Okay, das ist neu. Den kenne ich auch noch nicht. So, dann schieben wir den noch so ein bisschen. Ja, das schaut doch viel, viel besser aus. Viel, viel, viel besser. Okay. Na, Moment. So. Okay, wir brauchen Steine. Dann werden wir in der Folge schauen, dass wir das jetzt hier noch fertig bekommen. Juhu, ganz viele Steine. Ja, perfekt. So muss das sein. So. Dann machen wir einmal das Fundament soweit fertig. Ja, der Hammer könnte. Ah, nee, also ganz wird er wahrscheinlich nicht halten. Okay. Ach komm. Ach Menno. Okay. Okay, so viel sind wir dann doch nicht am Futtern, dass wir da das alles an Gewicht reduzieren könnten. Sind wir immer noch zu schwer? Ja, gut, dann hilft's nix. Ernsthaft? Ach komm.
Gut, jetzt sind wir es nicht mehr. Eigentlich wollte ich ja die Holzstämme in Holzbretter zersägen und nicht damit was bauen, aber es ist halt sinnvoller so. Okay, erklärt natürlich einiges, wenn wir über 70 von den Stöcken bereits im Inventar haben. Okay, kann man machen. Ja, durch das ganze Baumgefälle, klar. So, dann haben wir das jetzt auch. Na komm, schaut's doch mal an. Das schaut doch viel, viel besser aus so. So, nehmen wir gleich mit. Ja, ich finde es viel schöner. Vor allem viel passender und nicht so reingeschissen wie. Na toll. Das erste, was wir gesetzt hatten. Nein, du sollst den. Jawohl. So. Okay, wir brauchen so oder so noch Stroh. Okay, dann nehmen wir hier auch gleich ein bisschen was mit. Nein, keine Stöcke. Ja, okay, es sind sowieso schon überladen. Dann lasse ich jetzt die Holzstämme da. Ich wollte eigentlich ein oder zwei Holzstämme noch mitnehmen. Okay. Moment. Wie machen wir das? Hauen wir erstmal die Stöcke aus dem Inventar, dann kriegen wir das mit dem Gewicht hin. Weil das Stroh wiegt ja sowieso so gut wie gar nichts. Und die nächste Frage ist, reichen uns. Nee, ich denke nicht, dass die. Nee, die reichen nicht. Nie im Leben reichen die Stöcke da jetzt. Gut, glücklicherweise sind wir im Wald und wir haben genug hier rumliegen. Und da wir sowieso noch Holzstämme brauchen, erledigt sich das so gesehen von ganz alleine. Da, aber noch ein, noch ein. Und wir gehen erstmal schnell was trinken. So, komm, bisschen Hackengas, die soll heute noch fertig werden. Folge 7. Wir haben schon mehr gebaut als in knapp über 70 Folgen von Green Hell. Jo, läuft. So, dann hauen wir hier schon mal das Stroh rauf. Alles, was wir jetzt aus dem Inventar rauskriegen, ist dann kein Gewicht mehr. Können wir vielleicht dann doch ein, zwei oder vielleicht sogar drei Holzstämme mehr nehmen. Oh Junge. Aber er ist fleißig. Er ist fleißig, unser Kleiner hier. Oh, über Kopf arbeiten, wenn das so einfach wäre. So, komm, gib Gas. Geht halt auch ordentlich. Machen wir jetzt hier, genau, machen wir hier Baumfällaktion. Da geht aber auch ordentlich von dem Stroh drauf. Komm, einmal, genau. Einmal schlagen, jetzt darfst du kurz durchschnaufen. Und die nächste. Das kriegen wir in der Folge noch fertig.
Das machen wir es auf jeden Fall. Weil, schauen wir mal, komm, das ist ja schon fast so weit. Das kriegt man fertig, kriegt man hin. So. Okay, das nächste, was flöten geht, ist der Hammer. Bauen wir schon mal einen neu. So, Dach drauf. Ja, geht schnell zu bauen. Und weiter geht's, weiter geht's. Wir haben die Folge schon ein Stückel überzogen, aber ich will die Bude fertig kriegen. Die Bude machen wir noch fertig und dann machen wir einen Cut. So. Ne? Ne. Oh, okay, jetzt habe ich so gut wie alle Shortcuts ausprobiert gehabt. Bis ich dann mal die richtige erwischt habe. Voll durchgeskillt. Voll durchgeskillt. Da könnten wir sogar so ein richtiges Gärtchen hinmachen, wo dann Beeren drin wachsen. Das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee irgendwie. Schauen wir mal. So. Ja, da reichen die Stämme nicht. Nee, doch. Das kriegt man fertig. So. Jetzt reichen sie weiter nicht mehr. Aber wir haben ja schon mal Stöcke wieder. Zwei. Okay, gar nicht mal so viele, wie ich gedacht hatte. Okay, ja. Mei. So, Abkürzung. Hier schlagen wir das jetzt echt mal frei. Dich nehmen wir mit. Dich auch, das sind Bären. Nee, tatsächlich werden wir das genauso machen. Wir werden da dann irgendwie so ein kleines Gatter außenrum ziehen, dass wir so eine Art Bärengarten haben. Also ich finde die Idee interessant. Nein, 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 keine grünen Beeren. Nein, die wollen wir doch nicht. Ah, da müssen wir diesen Baum hier, der mittendrin ist, auf jeden Fall umnatzen. Okay, den haben wir schon. So, okay. Ja, müssen wir. Ey, ich will jetzt nicht in die Nacht reinbauen. Es gibt keinen Nachtzuschlag. Das ist nix. So, so. Ja, schaut gut aus. So gut wie. Und, oh Gott, wir stinken. Ja, gut. Muss man ja die Kirche im Dorf lassen, gell? Also wir sind ja jetzt hier auch schwer am Arbeiten. Wir haben innerhalb von einem Tag hier dieses Materiallager hochgezogen, dass wir dann nimmer nach Rosen duften. Das dürfte, glaube ich, klar sein. Ist, glaube ich, auch in Ordnung in dem Moment. So, die Steine schmeißen wir da rein, die Stöcke schmeißen wir rein, das schmeißen wir auch rein. Und wir nehmen uns schon mal ein paar.
Können wir nochmal einen? Jawohl, sehr schön. Nehmen die Stämme schon mal mit raus. Ich werde jetzt noch ganz, ganz viel sägen. Hau hier aber einen Cut rein. Ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, wenn ich jetzt hier so Arbeit mache wie sägen oder einfach nur kochen oder sowas, da lasse ich euch nicht mit dabei, weil das ist halt wirklich so stumpf, stupide und langweilig. Das braucht es nicht. Wie bei jeder von meinen Folgen, ihr kennt es. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn noch nicht passiert, gerne ein Abo. Und wir sehen uns zur nächsten Folge oder zu einer anderen Folge bei mir auf dem Kanal. Ich wünsche euch was. Servus.